Den Trader-Raum. Der ist unten in der, im Keller. Ach so. Ja. Ach so, das meinst du. Ach so. Hi, Schnitzel. Wow. Jan. Hier nicht schießen, hier ist eine Tanke. Nicht schießen, hier ist eine Tanke, ja. Vorsicht. Leicht empfangbar, wa? Jo. Odin schon wieder. Innocent. Innocent. Hallo, Herr Detective. Hallo. Hallo, Max. Mein Name ist Holmes. Vertraue ich. Detective dir Holmes. Nicht. Wieso vertraust du mir? Gabriel, dir auch nicht, weil du Detective bist. Vielleicht habe ich mir das ja gerade im Trader-Menü gekauft. Detective-Verkleidung, okay? Vielleicht gibt es ja sowas. Stimmt, ich vertraue dir nicht mehr. Könnt ihr den Trader mal bitte so kurz nachgucken, ob sowas gibt? Was für eine Frisbee-Scheibe. Könnt ihr später mal eben kurz zu mir kommen? Ich hab ne Gratis-Pizza. Ist das eine Pizza? Ja. Oh. Mein Glück, dass ich schon ein halbes eine Kilo Steak gegessen hab. Ich eine Pizza. Jetzt hat er es wahrscheinlich irgendwo hingespült. Da wurde gerade was aktiviert irgendwo. Ja, da, wo der vorhin, Trader ist aktiv. Knopf gezeigt hat, ist. Ich werde angeschossen. Egal. Von wem? Von wo? Weiß nicht, wo von oben. Irgendwo schätze ich mal. Kann man das eigentlich leise machen, das Ding? Das ist cool. Warte mal, geh mal weg. Ich versuche es mal anzuschießen. Oder abzuschießen. Wow. Ja, okay, geht los. Was? Wer geht los? Rakete, wow. Rakete! Wow! Ach du Scheiße! Was ist das Rakete gewesen? Ist wieder gelandet. Was war das? Ich stand direkt daneben. Ich hab am Anfang nach dem Trader-Raum gefragt. Nein. Ja und? Langsam hab ich Angst. Nicht, der Hubschrauber geht lange los. Nicht. Was geht denn jetzt ab hier? Hallo, Luftschlag! Ran ist bei mir. Was? Wo bist du? Paula ist hier oben. Ich bin hier. Ich bin bei der Pizzeria gewesen. Ja, genau. So nah auch noch, ey. Hallo, hab dich gar nicht gesehen. Hallo ran. Was ist das? Ja, das geht aus dem Trader-Raum aus. Tütendackel. Muss ich noch ran? Hier ist Gabriel. Okay. Ja, passt. Tütendackel. Und ran. Schnitzel. Sind das die Toiletten hier? Ich müsste mal. Paula. Ja. Und Schnitzel. Wo ist denn der ran hin? Der war doch gerade auch noch hier. DNA kann ich wahrscheinlich nur testen, wenn ich eine Leiche habe. Run? Ja, ich lebe noch. Alles gut. Okay, Run ist noch da. War nur gerade abgelenkt. Und nein, ich war nicht im Trader. Geh mit Schnitzel in den Keller. Ich habe dieses Chaos hier Nee. Aha. Paula kommt auch noch und Max. Gut, Max vertraue ich. Es sind irgendwie alle jetzt da im Keller. Pit ist auch da. Blackout, Pit, geh mal bitte vor. Dann gehe ich wieder hoch. Und wir haben eine Handgranate rein. Geh mal bitte vor. Ich bin noch draußen mit Run. Okay, du bist mit Run her drauf. Paula ist noch da. Also der Alien-Raum ist. Jetzt mache ich mir hier langsam Sorgen. Das ist mir zu viel hier oben. Blackout Pit ist bei mir. Gabriel, ja, ich gehe mal hier. Hallo, ne, Paula. Pit. Hallo, Paula. Oh, hallo, wer ist das? Hallo, Tütendackel. Das Schnitzel steht so in der Ecke und schämt sich. Ja, ich gehe wieder tanzen. Hallo, Tütendackel. Kommt denn da, Paula? Tüte ist noch bei mir. Genau hier. Schnitzel. Tüte hat gerade einen Alien freigelassen, glaube ich. Tüte hat was? Offen. Hier schießt jemand. Ja, die Aliens. Shotgun. Komm, mir Gedanken hier. Ich hab vor circa 5 Minuten schon gesagt, dass der Raum da unten offen ist. Ja. Hi, Tüte. Das stimmt. Einer müsste noch leben. Hallo ran. So, was machst du denn da auf einmal ich? Hier? Hä? Wo? Wer? Was? Hä? Was? Wer? Ich bin einfach unten rumgelaufen und bin in die Leiter da unten. Ja. Paula und Greg. Plötzlich alle da. Also Pit ist für mich, ich muss jetzt so sagen, Pit ist für mich aktuell, für mich persönlich der Hauptverdächtige. So. Da haben wir Paula. Hallo Schnitzel. Hallo Schnitzel. Paula Blackout. Odin, Max ist da. Hi Schnitzel. Der ran. Okay. Der rannte immer Wieso ist denn der Odin so verletzt? Der rannte immer rum im Kreis. Einmal wurde ich angeschossen. Und einmal Alien. Oh, Pit. Ah, Pit und Paula. Ja, Tüte. Paula, geh weg. Chris, was tust du denn hier? Pit ist nach wie vor mein Hauptverdächtiger, ganz klar. Okay.
Wenn ja, ja schon wieder so viele Verdächtige hat, ne? Ich habe nur einen Verdächtigen und das ist für mich Pit, weil ich ihn gerade gesehen habe, wie er auf einmal von unten hochkam. Ja, und was ist denn da? Oh, so schlimm. Naja, du warst gerade im Trader-Menü. Du warst die ganze Zeit unten gewesen, fragst also vorher noch, ja, wie du in den Trader-Raum reinkommst. Du hättest mich schon längst erschießen können. Was war das? Kein, was war das? What the fuck? Was war das? Was war was? Wo ist das gewesen? Hat jemand Allahu Akbar geschrien. Oh, das ist ein Traitor. Das ist die... Run ernsthaft. Ernsthaft was war? Run. Was war? Gott, okay. War das schlecht, Mensch. Run, ich hab bin keinen mehr gesehen. Dir. Ich hab keinen mehr gesehen. Ich dachte, ich wäre mit ihm alleine gewesen. Nee. Das war schon mal so. Eine Feuerwehr auf dem Dach. Wir waren an dem Keller unterwegs, alle. Die ganze Zeit renne ich da rum und drehe mich im Kreis. Guck, ist da jemand? Ist da jemand dann? Mann. Ich hab echt Glück gehabt, weil ich hab dich so im Verdacht gehabt, weil du mir so dermaßen gefolgt bist, dass ich immer schnitzend hinterhergelaufen bin. Ich war, Max, das war, eine Selbstmordbombe. Okay. Gibt's für einen Trader? Also kann der Trader so im Trader-Menü kaufen. Ja, gibt's da eigentlich kein normales C4? Nee. Doch. Also hier jetzt nicht auf dem Server. Innocent Hint? Achso, naja. Achso, okay. Alle Karten. Ach, du hast das gelegt und hast gedacht, hab, das ist normales C4. Ja! Alles gut. Scheiße, ist doch ärgerlich. Innocent. Innocent. Ich verfolge jetzt einfach die ganze Zeit Schnitzel und guck mal, was passiert. Du verfolgst mich nicht. Ich bleib jetzt einfach immer hinter Schnitzel, während er seine Schroti wegschmeißt. Run ist bei mir, Run ist bei mir. Oh, Tüte, du hast bei mir überhaupt keine Struktur. Also, dein Charakter hier meine ich. Und ja, Tüte hat keinen Charakter, kann ich bestätigen. Pass mal auf. Ja, also, ich wollte gerade sagen. Bleib mal kurz stehen. Warte mal, ich holster. Hier ist Paula. Bleib mal stehen, bitte. Nee, warte mal, so. Nee, da ist die Hand dran, das ist auch blöd. Schaut komisch aus. So, warte mal. Das schaut komisch aus. Naja, so ein Crowbar, der durch den Arsch nach vorne rauskommt. Das schaut einfach scheiße aus. Was für ein Arsch kommt vorne raus? Vorsicht, da ist eine Disco. Ist nur eine Disco. Nur eine Disco, ganz ruhig. Wie cool. Ah. Hallo Tüte. Ich hab doch gesagt, ich bleib jetzt immer bei hier ran. Na, was ist denn Jones? Bitte sind Jones. Wow, da hebt schon wieder was ab. So. Lass uns mal. Wenn wir jetzt schlau sind, halten wir den Tiefgarageneingang hier im Auge. Nee, muss nicht sein. Wann ist hinter mir? Oder hinten das Häuschen. Oh. Paula, was war das denn? Hä? Ich? Also entweder Paula, böse. Ja, natürlich, das kann nur Paula gewesen sein. Kann ich gar nicht. Das ja, natürlich, du warst die Einzige, die gerade hier hinten in der Ecke war. Ich mache nichts. Und dann hast du da hier die Paula. Da ist ein Baby geflogen. Jo. Ich weiß, ich hab's gesehen, aber es kam von mir. Du warst die Einzige, die gerade in deiner Ecke kam, war. Das kam. Natürlich. Schöne Ecke. Wenn sich da keiner bei dem Tamtam anschleichen kann und das Ding werfen kann, natürlich. Deine war's wieder. Ich werde dein Schnitzel meinem Privaten dazu befragen. Ist das man als Detektiv neutral oder nicht? Ich verstehe das noch nicht so ganz als Detektiv. Pit? Egal. Läuft einfach mal so bei. Gabriel, kannst du bitte mal eben den Leichnam von Schnitzel hier untersuchen? Jo. Und mal gucken, wen er zuletzt gesehen hat. Wie mache ich das mit dem DNA-Scanner? Kannst du einfach auch auf E klicken eigentlich. Halt E oder E. Das ist Body of Schnitzel Games ID, Body Result Schnitzel Gamepants. Oben siehst du dann, oben in dem Balken. Ja, da steht aber nichts. Schnitzel Gamepants Result. Schnitzel 1, das Person was Innocent Terrorist. What are you for contraction? Pit. Kran. Was? Kran. Person say, saw run the killer or a coincidence. Ich will jetzt nicht sagen, aber. Tüte, aber? Warum hast du ein anderes Outfit als die anderen? Nee, ernsthaft jetzt. Das ist ein Grafikbug. Er hat ein komplett anderes Outfit. Das ist ein Grafikbug. Wo ist denn Tüte?
Nee, bei mir sieht der. Ich sehe bei mir alles so aus. Also, ja. Ich sehe bei mir alle gleich aus. Genau. Ja, ist ja gut, Junge. Blackout Pit ist ein Gender. Und nochmal zur Frage: Ist der Detektiv eigentlich neutral oder darf der mittöten? Der ist neutral. Der darf mittöten. Alles klar. Achso, mittöten? Wo sind die Aliens nochmal? Ist das so? Die Aliens sind auch unten. Ja, das kann er sich wahrscheinlich selber entscheiden, zu welcher Seite er sich schlägt oder nicht. Also wenn alle innocent tot sind und die Traitor und der Detektiv noch leben, dann ist gewonnen. Blackout Pit trägt jetzt die Schnitzelleiche. Okay. Zu den Aliens. Wo sie gar nicht sind. Sind da nicht? Nee, die sind hier hinten. One ist bei mir. Wo denn? Black. Güte, zeig mal denn hier? Wo. Hoppala. Da geh einen Gang weiter. Hast du gerade geschossen? Du das Schnitzel? Ich seh das nicht. Weil nein, nein. Meine Nase hängt. Ich bin es. Euch beiden nicht. Ah, bei mir hing Schnitzel. Geradeaus und rechts. Hier denn da? Wie lange gegangen hier, oder was? Hab Schnitzel abgelegt vor den Leuten. Lebt der Gabriel noch? Da. Was bringt das? Die greifen Gabriel? Nur. Ich weiß, an. Aber ich wollte ihn dennoch da ablegen. Paula ist bei mir. Hallo, Blacker Pit. Gut, Paula. Blacker Pit zielt auf mich. Ja. Ja. Und jemand? Ja. Die sehen ja fies aus, die Dinger. Mach mal nicht so einen Krach. Da läuft Paula. Ja, hau drauf, schieß drauf. Was? Schieß drauf. Hau drauf. Schieß drauf auf Paula. Schieß auf Paula. Ist in Ordnung. Das ist mein nächstes Ziel, wo ich drauf baller. Also Paula, weiß Bescheid. Okay. Versteck dich. Alter! Was war das denn? Ist noch jemand da? Außer ich und Paula? Anscheinend nicht. Anscheinend doch. Wenn ich diese Scheiße im Aimen wäre. So, ich habe noch 12 HP gehabt. Du kannst mir jetzt nicht sagen, du. Mann, das war jetzt aber knapp. Du hier? Paula, du hast so. Ich sag 5 oder 6 Mal, dass ich gesehen habe, dass Paula Schnitzel abgerotzt hat. Also ich reagiere da drauf so. Dann frage ich immer, darf ich als Detektiv schießen? Keine Antwort. Darf ich? Und oh, irgendwann, in dem Augenblick, wo sie mich abknallt, ja, darfst du. ich hätte 2 kurze Anmerkungen. Punkt 1. Lieber Tütendackel, es ist ja schön, dass du dir um ein fliegendes Baby Sorgen machst, ja? Aber dieses fliegende Baby hat mich vom Dach geschossen. Ich habe es ja aus einer ganz anderen Richtung gesehen. Ich war ja gar nicht mehr da. Ich stand hinten, schon. Das ist ja egal. Das war so. Aber du machst dir um das Baby mehr Sorgen als um mich. Ich hab ja gar nicht gesehen, dass du da schon lagst zu dem Zeitpunkt. Ach so. Haut ihn voll weg. Ich dachte auch, was ist denn jetzt kaputt? Nee, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Ich hab gar nicht gesehen, dass du tot warst. Also ich bin innocent. Ich bin innocent. Und Nummer 2, die zweite Anmerkung. Mein lieber Herr Blackout Pit. Ja. Lass meine Scheiße Blackout Pit hier. Nein. Oh Mann. Schnitzel und Paula. Also Paula ist für mich jetzt, ne, also. Es war aber einfach so verlockend. Odin hat gerade alle jemanden abgeknallt. Odin hat jemanden abgeknallt. Odin hat jemanden abgeknallt. Bitte was? Odin hat jemanden abgeknallt. Wen denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da, wo es im Keller geht, rechts davon. Rechts davon? Weiter. Dann gucken wir doch mal. So, ich sehe jetzt alles. Da liegt tatsächlich eine Leiche. Paula. War das aber nicht. Und Schnitzel. Wer ist Detective? Ganz Detective. Ich bin run. Unterwegs. Oh, ich bin Detective? Okay, gut. Du bist Detective? Ich? Okay, Run hat bei mir ein anderes Outfit an. Und Run ist hier? Nee, Run ist nicht Detective. Käse, Tüte ist Detective. Tüte ist Detective, genau. Paula, geh mal weg da. So, Odin, zuletzt gesehen. Alles klar. Was? Ja, Gabriel, let's go. Gabriel? Ich sitze auf dem Turm. Blackout Pit ist tot. Ach, du sitzt da hinten. Und ja, du hast Max gesehen.
Ja! Alles klar. Maxilla! Und er ist im Keller gelaufen. Komm her! Aha, er ist wirklich im Traitor-Raum, er hat das Licht im Keller ausgemacht. Ja, ich hab's auch gerade gehört. Vier Tüte. Also wenn er einem vertrauen könnte, dann mir. Ja klar, du bist Detective. Deswegen laufe ich auch gerade mit. Auch wenn ich es, glaube ich, bereue. Warum? Ja, ich werde bestimmt wegen irgendwas sterben. Zwar nicht wegen Tüte, aber wegen was anderem. Was ist denn jetzt los? Hä? Was ist denn da los? Da fährt ein Krankenwagen durch die Gegend. Ja. Dann ist er noch... Dann ist er noch immer im Traitor-Raum. Der spielt doch zum ersten Mal, woher kennt er sich so aus? Der drückt einfach jeden Knopf, der da ist. Ja, mach ich auch, aber ich sterb ihn immer. Bitte lass mich nicht alleine. Was ist das da? Ich habe Angst. Oha. Oh Gott. Dann ist bei mir. Gabriel? Ist bei mir? Falls ich tot bin, ist Gabriel das? Was? Ja, war das das jetzt, was ich denke? Dann. Bitte. Ah, der ist offen. Gerade aufgegangen. Den bin ich gerade sehr. Ich war es nicht. Ich war das echt nicht. Würde ich kaum in deiner Nähe bleiben, so lang. So, wer lebt denn alles noch? Schnitzel? Also ich bin noch aber... Ich lebe auch noch. Gute Frage. Ich sehe keinen mehr von euch. Wo seid ihr alle? Jemand. Schau mal. Wann wurde als letztes gesehen von Gabriel? Ja, klar. Aha. Der ist mir hinterhergelaufen, Kollege. Wer lebt denn sonst noch außer uns dreien? Denn dann Juan hat eine Granate geschmissen. Ja, das war eine Rauchgranate. Ich wollte loswerden, weil ich hier die Links aufnehmen wollte. Also wir sind nur noch zu dritt. Run ist Traitor. Ich bin nicht Traitor. Könnte auch noch da sein. Ich bin auf gar keinen Fall Traitor. Hallo, hallo? Bitte antworten Sie jetzt. Hier liegt auch noch mal jemand. Wann kommt von hinten angeschlichen? Angeschlichen? Das wäre anders. Und hier läuft jemand. Von One gesehen. One! Ja. Tüte. Möchtest du mir sagen? Ah, der geil. Sag mal, One, hast du mich getötet oder bin ich irgendwie von den komischen Ich glaube ich. Keine Ahnung, ich sehe nicht, wer abgeknallt hat. Ich habe auf jeden Fall draußen noch zwei. Gabriel habe ich, glaube ich, draußen. Ja, ja, ich sag noch, ich bin mit dran unterwegs. Er knallt mich ab und ihr vertraut mir auch noch im ersten Augenblick, ey. Aber ich habe den wirklich nicht erschossen. Map Change, ich mach mal die Aufnahme zu Ende. Nee, nee.